Moin, in der letzten Folge haben wir uns mit Gabans Trinkverhalten und all den interessanten Tipps und Tricks sowie Kniffen beschäftigt, die man anwenden kann, um seine Sucht aufrechtzuerhalten, wenn man das schon nicht mehr sollte. Ich hoffe, es war für jeden was dabei und ich hoffe, die waren einigermaßen alltagstauglich. Ich meine, ich weiß, dass das immer ein bisschen schwierig ist mit Shadowrun-Übertragungen, aber ja, es sind Anregungen und ich denke, da kann jeder dann von sich aus ein Stück weit weiterdenken. Heute werden wir was Schönes mit Gaban machen, der soll ja nicht immer nur, ja, ne, die ganze Zeit nur an den Arsch gefickt werden. Ist ja auch mal schön zwischendurch, aber irgendwann brennt halt doch ein bisschen sehr, deswegen heute mal wieder entspannt. Viel Spaß und bleibt geil. Na gut. Also, was Schönes mit dir. Du stehst im Haufen der toten Kinder, die du getötet hast, die du abgeschlachtet hast in deinem Wahn und Rausch. Ach nee, warte mal, das war Jojo. I hide behind the wall of dead children. Nee, pass auf. Die nächsten 2 Wochen sind irrelevant. Platz Erstgeborene haben Geburtstag, aber sind bloß Mädchen, also irrelevant. Kurz gucken, wie alt die wären. Umgerechnet 4,5. Na gut. Sondern allgemein danach rückt der Tag näher, wo du deine Cyberware kriegst. Wie war denn das nochmal? Von wem willst du die nochmal einschrauben lassen? Am liebsten von meinem Doc. Da habe ich sie auch bestellt. Stimmt, so war das. Na klar, das macht er. Der holt sich noch ein paar Kollegen, das macht er ja nicht alleine und dann macht er das. Das heißt, du wirst da einen Tag vorher natürlich auftauchen müssen, weil er noch ein paar Tests macht, auch mit der alten Cyberware und so weiter. Das immer jetzt. Dann ist schlecht, dann darf ich ja schon wieder nicht trinken. Darauf wollte ich gerade hinaus. Du bist also bei ihm, er guckt das alles an, er labert ein bisschen, wie schlecht sie ihm geht. Dann irgendwann, ach so, ja, ist ja klar, dann ab heute Abend nichts trinken, nichts essen, ne? Das ist aber schlecht, so doof. Wieso? Ich esse gern was, trinke gern was. Ja, du wirst nicht von einem Tag deine Proteine so weit runtersetzen und deine Kohlenhydrate, dass du die Muskeln auf alle auf einmal verlierst. Du wirst danach eh übel Muskel abbauen, weil du danach dich nicht so viel bewegen kannst. Eine Woche vielleicht. Nee. Und in der Woche, ich sag mal, wenn du klug bist, bleibst du bei mir, weil ich habe zwar keinen Reinraum, aber ich habe einen relativ reinen Raum und du kriegst Immunsuppressiva in der Höhe, wie du sie noch nie genossen hast. Yay. Yeah. Also vermutlich stimmt das nicht ganz. Bei dem Zeug, was du dir einbauen lassen hast, haben sie sich vermutlich einfach richtig voll gepumpt. Aber es ist nicht ohne. Nee. Ich hasse Krankenhäuser. Krankenhäuser sind kacke. Das ist kein Krankenhaus, Alter. Du hast ja einen Monat drin gelegen, nachdem du dir hast irgendwie den schlimmste Zeit meines Lebens schießen lassen. Du hast gepennt. Ich musste dich irgendwie ab und zu mal drehen, damit du dir nicht irgendwas abliegst und um die Verbände drunter. War nicht schön. Kann man das wieder machen? Ich kann mich ja eh nicht bewegen. Achso, ich soll dich in künstliches Koma versetzen. Das ist es, was du sagst. Ist angenehmer. Ist mir ein bisschen zu viel Risiko. Ja, tau, dann hol ich mir halt. Fahr ich mal los und hol mir ein paar Simtritz oder sowas. Ja, kann ich auch besorgen, kein Ding. Das sollte kein Problem sein. Ach.
Ja, das ist doch nicht deine erste OP. Was bist du denn jetzt so? Ich mag den Scheiß halt nicht. Das ist halt aber immer, wer schön sein will, muss leiden. Ob ich jetzt das. Nee, wer stark sein will, muss leiden. Deswegen gehe ich auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Ich will nicht leiden. Ist ja alles kacke. Und deswegen früher, sieht man auch, du hast nicht einen Bauch gekriegt. Ja, na, das ist mein Feinkostgewölbe. So ein Schnitzelfriedhof, ja. Da stehen dort die Girls drauf. Judy. Und überhaupt. Nee, ansonsten sieht eigentlich alles ganz gut aus. Was heute früh schon mal feiern, das ist in Ordnung. Eben. Man muss ja auch mal so was feiern. Auf jeden Fall. Fürzen Uhr morgen? Klingt gut, denke ich. Schön. Bist du bitte pünktlich? Jo. Und, ja. Ach, genau. Du holst dir bis morgen keinen Kratzer, keinen Mückenstich, keinen gar nicht, keinen angestoßenen Zeh, keinen nischt. Mhm. Schön. Gut. Ich fahr da weg und schieb ein bisschen Panik. Weil das möchte. Ja, weil ich das nicht nochmal existieren möchte, was ich letztes Mal erlebt habe. Ach so. Ein bisschen scheiße. Ach so, Mutchips sind eine super Sache, ne? Wenn ich mir das. Du hast leider kein Sim-Modul, das für Hot Sim ausgelegt ist. Mm. Na gut. Das ist ja nicht so lustig, was zu kriegen. Ach, jeder Pedder hat das in der Ecke. Es ist wirklich überhaupt nicht schwer zu kriegen. Ich frag nur aus Interesse, ob du bei der Gang irgendjemanden fragst oder ob du direkt in Donskoi irgendjemanden ansprichst. Zur Gang würde ich damit nicht gehen, weil das geht den Scheiß an. Das stimmt. Spricht sich nur rum. Ja, vor allen Dingen der olle Hacker, der dann wieder sagt, ich hab das ja nur noch nie gestern benutzt und wenn, dann auch nur zu, Rekreationszwecken, aber du solltest das nicht machen, ich muss es ja eh machen fürs Hacken, damit ich, also, das Gelaber, Mann, nee. Eben, so, das, da gibt es bestimmt etwas, was halt einem die schlechten Gefühle wegmacht. Na klar, ein Happy Chip. Ja, siehst du. Fühlt man sich gleich körperlich auch vielleicht besser, wenn man das hat? Ich meine, du kannst einen kaufen, der dich einfach, der dich als sabbernde Hülle zurücklässt, oder du kaufst ja einen, den du ein bisschen einstellen kannst von der Intensität, wo du dann eine Stufen hast. Stufenlos quasi, ja. Ja, wie viele Stunden halten die denn? Bitte? Wie viele Stunden halten die denn? So? Ja, du kaufst dir halt so viele, dass es genug ist. Ja. Ist vielleicht viel besser, dem körperlichen Entzug ein bisschen so entgegenzuwirken. Mach mal Willenskraft und mach mal Selbstbeherrschung. Oder mal Willenskraft und Logik. Du willst mich jetzt ja auch echt zugrunde richten, oder? BTL sind das Einzige, wo ich sage, da müsste man aber, da braucht man gar nicht erst, also da können wir direkt zum spaßigen Teil übergehen. Achso, warte mal. Das funktioniert so nicht. Müsste. Zwei Erfolge. Wann willst du anfangen? Naja, ich darf ja 24 Stunden vorher nichts trinken, ne? Nee, er hat gesagt, heute Abend, also eher so 12, 14, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, dann, ne? So, dass es ungefähr hinkommt halt. Richtig. Na, das und reicht mir. Mit dem Mutschip möchte ich halt auch erst dann anfangen, wenn es halt nicht geht. Okay. Und dann, wie hoch soll die Intensität sein? Denn wenn es nicht mehr geht, wird es halt schon so in der Nacht sein, dass dich eh keiner mehr stören kommt, dass es eh keiner mitkriegt. Ja, so, dass ich halt schlafen kann.
Hä, bei einem Mood-Chip kannst du nicht einschlafen. Wie stellst du dir das vor? Wie stellst du dir das vor? Also, ich sag dir mal, was passiert. So, irgendwann geht's dann nicht mehr, du haust dir das Ding rein und guckst mal so ein bisschen, wann dein körperliches Unbehagen weniger wird als das Schöne, was du vom Chip hast. Das ist so bei 40%. Diese 40% sind so, es ist halt better than life. Ich habe irgendwas über Bliss und Heroin erzählt, ich bin aber auch ein einfacher Versager. Das ist doch Bullshit, Mann. BTLs sind geronnene Essenz aller glücklichen Gedanken, die alle Menschen in der gesamten Periode des menschlichen Zeitalters hatten. Und das auf eine Stunde gepresst oder auf 7 Stunden, wie lange der Shit hält. Jede Sekunde davon ist wertvoller als deine gesamte Existenz, die du die letzten 30 Jahre irgendwie hattest und Jojos Existenz. Denkst du, bei sowas kannst du schlafen? Ich hoffe. Nein. Scheiße. Dein Gehirn steht halt unter Strom. Aber auch nicht schlafen. Du willst jeden Moment erleben, denn es ist das Beste. Ja, dann komme ich halt völlig übernächtigt zu ihm. Das ist aber scheiße. Dein Körper hat ja geruht. Und außerdem wirst du doch eh in Narkose versetzt. Was soll denn das? Eben, das kann ich auch ausschlafen, stimmt. Und letztlich hast du ja auch die Wahl zwischen dich schlecht nachts fühlen und nicht schlafen oder dich wenigstens so gut fühlen wie noch nie in deinem Leben und nie wieder wie in deinem Leben und auch nicht schlafen. Hm. Boah. Klingt gut. Ich glaube, das kann nicht gesund sein, so gut ist das. Also, du kommst da früh an. Entweder du lässt die letzten Stunden, die natürlich dann ziemlich heftig sind, ohne irgendwas über dich ergehen, oder du stellst das Ding auf so 20%, sodass du halt dahin fahren kannst und alles normal machen, also einigermaßen normal machen kannst, aber dass dir halt nicht ganz so beschissen geht. Das klingt besser. Natürlich, wenn er mich dann halt untersucht, kann ich das Ding natürlich nicht anhaben. Und auch wenn ich dann ne, letzten in die Narkose gesetzt werden und so weiter. Aber das Gute daran ist, ich werde halt in Narkose gesetzt. Das heißt, ich habe den ganzen Scheiß hinter mir. So gut. Also du kommst da an. Jo. Ich würde sagen, ach schön, die anderen sind schon da, die machen sich schon bereit, die haben schon die Daten. Aha. Na dann, würde ich sagen, gehen wir doch mal rein. Und machen das Ganze. Wir checken dich jetzt mal kurz durch, nicht ganz so ungeduldig. Du kannst aber schon mal die Teile angucken, ich bereite schon mal alles vor, ja? Coole Sache. Da drüben. Hey. Feinstes Zeug. Schon ein bisschen glibberig, fühlt sich witzig an. Ach so. Ja, stimmt. Hätte ich das nicht anfassen lassen. Naja gut, ich muss dann nochmal desinfizieren, dauert jetzt alles ein bisschen länger. Ist nicht so schlimm. Kannst du schon mal hinsetzen. Obenrum kannst du schon mal freimachen, untenrum machen wir dann später. Das müssen wir alle nicht zu zeitig miterleben. Und davon haben wir noch genug. Und genau, Vitalmonitor dran, Blutprobe nochmal und dann passt das. Jo. Gib ich ihm. Der Vitalmonitor wird ja wohl nicht aufzeichnen, dass ich glücklich bin, oder? Nee. Ein bisschen Endorphine draußen. Ein bisschen? Ja, die Endorphine. Ich freue mich halt auf die Operation. Also dein Serotonin ist halt... Du wirst schon aus einer anderen Dimension. Ich stell's dir auch mal an, der Körper. So, pass auf, der guckt sich das alles an. Junge, beruhig dich mal. Dein Herz ist mir ein bisschen... Mach mal... Es muss nicht aufgeregt sein. Ich weiß, das ist ein ziemlich krasser Eingriff, aber wir sind Profis. Ich hab mir die Besten geholt, wirklich. Juti. Schön. Kriegen wir hin. Okay. Ich fahr das Ding mal ein bisschen weiter runter. Jo, das ist nicht von dem Ding. Das sind deine Entzugserscheinungen. Ach so, okay. Dein Herz ist unabhängig von deinem Kopf. Ja, ist es tatsächlich. Schön. Okay. Gut, dann kannst du rüber gehen, jetzt alles ausziehen.
Kittelchen überwerfen und dann geht's los. Ja, dann kommt mein freudiges, mein Kästchen der kleinen Freuden kommt dann halt weg und dann ist die Welt alles scheiße. Die letzten Schritte, jeder davon schmerzt und krampft. Weil der Gegensatz ziemlich heftig ist. Wusstest du übrigens, was die Nebenwirkungen, also die Nachwirkungen von Mood-Chips sind? Natürlich, das Gegenteil. Sehr schön. Die Welt ist so eben der beschissenste Ort geworden, auf dem man sich befinden kann. Richtig. Dass die Narkose jetzt gleich kommt, ja, bist du wenigstens weg. Ja, darauf freue ich mich. Du willst weg sein, du willst nicht mehr zurück auf diese Welt. Hoffentlich stirbst du bei dieser OP. Nein, das ist ein bisschen zu düster. Du willst nur wieder, dass es anfängt, schön zu werden. Aber es war witzig. Ja, aber ich weiß, aber ich wollte ihn mehr in die andere Richtung schieben. Du willst immer die Selbstmordgedanken. Ich will nur, dass die Leute sich mit Drogen zugrunde richten. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich wollte eigentlich nur die Selbstmordgedanken, damit er wieder darauf kommt, dass mit Moodchips alles schöner war. Ja, ich bin halt nicht so hinterhältig und indirekt. Ich bin ein Mann. So, mehr oder weniger. Du wirst dich dann da niederlegen können. Ich meine, nur weil es stimmt. Aber auch der kleinste Mann ist immerhin noch ein Mann. Ey, Kathleen, echt. Oder so. Auch ein Männchen. In jedem und so weiter. Du wirst da hinlegen, du wirst direkt weggeömmelt. Ach, Lösung. Sehr gut. Die sagen quasi, ah, hier kannst du die Sauerstoffmaske schon mal so und das kannst du bis 10 zählen in Gedanken und wenn du das N davon hörst, dann bist du quasi schon weg. Sehr gut. Du wirst erwachen. Die Welt ist scheiße. Nein. Und ich bin doch auch glücklich. Nein. Oh. Es geht jetzt, du hast Schmerzen, ja. Ich meine, dir wurden die gesamten Kunstmuskeln von deinen Muskeln gelöst, deine Haut aufgeschnitten, die rausgetrennt und dann eine andere Art angebaut, angetackert, vermutlich mit einem Schweißgerät, denn das benutzt man ja zum Tackern. Und das versucht gerade aneinander zu wachsen. Ich meine, natürlich hast du Schmerz mitbekommen, aber sagen wir mal ehrlich, es gibt halt einfach Sachen. Aber dir geht es nicht entzugsmäßig. Das ist gut. Ein paar Minuten, nachdem du einigermaßen zu dir gekommen bist, wird Ivan, ist es Ivan? Ich hab's schon wieder vergessen, ey. Der Doc ist der Beste. Der ist Ivan? Moment. Ivan, ja klar, Ivan. Also, der wird dann reinkommen. So, die OP ist ziemlich kacke verlaufen. Scheiße, ich hab noch gar nicht gewürfelt. Die OP ist ziemlich kacke verlaufen. Weil wir überhaupt nicht wussten, warum uns ständig dein Kreislauf unter den Händen wegraucht. Ich hab's ja überlebt, ist ja gut. Aha. Siehst du, Ivan? Deswegen gehe ich zu dir. Aha. Wenn ich mal mit Profis arbeiten. Kavan. Ja? Weder bist du der Erste, noch bist du der Letzte, der irgendwie mit einem Drogenproblem zu mir kommt und dann trotzdem nicht operieren lassen will. Ich hasse bloß die, die mir dann nichts davon erzählen. Weißt du, ich hab dir... In deinem Scheißtropf ist einmal Kochsalz, einmal Antibiotika und so. Nicht Antibiotika, doch. Nee, Immunsuppressiva und Antibiotika passt nicht so gut zusammen. Antibiotika auch, doch, es macht sich gut zusammen. Okay, Antibiotika und Immunsuppressiva in ausreichender Menge. Und dann hast du noch in mit Ethanol. Lösung. Weil du sonst nämlich nach dieser Operation und mit deinem Kreislauf mir hier einfach wegbrechen würdest. Ständig. Willst du gern das Protokoll sehen, was ich manchmal ja mache, wenn mir die Leute wichtig sind, wie oft ich dich wiederbelebt habe? Einmal?
Dreimal. Dreimal. Immer warst du so flatterhaft im Rhythmus, dass ich mir dachte, sofort, und zweimal warst du ganz weg. Die anderen beiden hatten keinen Bock mehr und dass sie noch weiter gemacht haben, war... Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich ihnen mehr bezahlt habe, was du mir noch mehr bezahlen wirst. Shit. Ja. Danke. Was schulde ich dir? Was war denn der Gesamtpreis? Es war auf jeden Fall arschteuer. Ja, ich weiß, es war arschteuer. So, der hat noch zwei andere Docs gehabt. Nochmal drei. Ja, klar, kriegst du. Bin mir nicht sicher, ob du nochmal irgendwann eine Operation mitmachen solltest. Also, anders. Du solltest keine OP mehr, in die du irgendwie mit Vollnarkose solltest du in deinem Leben nicht mehr machen. Es sei denn, das kommt daher, weil dir jemand gerade versucht, die Eingeweide in den Körper zu stopfen. Und selbst dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dein Herz das nicht mehr mitmacht. Das kriegen die nicht mehr in Gang. Jedes Mal, wenn du stirbst und du bist dort quasi zweimal gestorben, stirbt Zellen in deinem Herz, verstehst du? Die kommen auch nicht wieder. Die sind weg. Dieser Muskel, dieser scheiß Muskel, der funktioniert jetzt halt an manchen Stellen nicht mehr so gut. Verstehst du das? Das ist nämlich dein Herz. Das ist das, was man zum Leben braucht. Das ist das, was die Ägypter in extra Top geschmissen haben, weil sie es wichtig fanden. Gut. Wichtige Frage. Kannst du es ersetzen? Dein Herz. Sicher. Du bist doch ein Doc. Was machst du denn, wenn mir jemand eine Kugel in den Herz jagt und ich rechtzeitig hinkomme? Und er sitzt das ja auch. Ich deine Cyberware. Also, du kannst dir ein Transplantat einsetzen lassen. Du kannst dir entweder, du hast mehrere Möglichkeiten, die du alle nicht bezahlen kannst. Und auf die du lange warten musst, die ich dir irgendwann in der Zukunft stark ans Herz legen würde, bloß weiß ich nicht ganz genau, wie schöner du das Wortwitz. Machen. Nicht wahr? Ist mir nicht aufgefallen. Bloß eine OP, soll ich die dann machen mit Betäubungsmittel und Ethanol oder was? Naja, du kannst ja aber keinen schlechten Schlag des Herz rausnehmen, oder? Muss das nicht ausdeihen dafür? Also sonst kann man das so schlecht irgendwie eingraben. Keine Ahnung, wie ihr das macht. Also ich mach den Scheiß ja nicht, aber... Man geht ja nicht an den laufenden Motor einer Maschine, um da zu ändern. Naja, pass mal auf, es ist 84, wir sind ja nicht mehr von gestern. Na klar, musst du das Herz anhalten dafür. So, du bist dann an einem Gerät, was dein Blut durch den Körper rumpelt. So, das ist ja auch okay. Dann hast du die Möglichkeit, dein Herz nach deiner DNA nachzüchten zu lassen. Das kannst du nicht bezahlen. Type O, vielleicht kannst du das irgendwann mal bezahlen. Das wäre dann quasi ein Universalspenderherz quasi, ne? Hast du bestimmt schon mal gehört. Oder ein Cyberersatz. Geht auch. Aber erstens brauche ich da vier Leute, die Ahnung haben. Noch mehr als die. Da dürft man vielleicht keinen Fehler machen und wir können keine Operation, so eine Operation eigentlich nicht machen, wenn du Entzugserscheinungen hast und wir können dich halt nicht mit Ethanol vollpumpen während einer Operation. Verstehst du das? Also ja, das können wir machen und wir können versuchen, mit anderen Zeug dich zu stabilisieren, aber das Risiko ist halt einfach tausendmal höher. Deswegen bist du ja hier auch dreimal gestorben. Zweieinhalb Mal. Ich bin mir sicher, das kriegst du hin. Naja, auf jeden Fall ist jetzt ja erstmal gut gelaufen, ist ja gut. Also, jedenfalls halbwegs gut gelaufen. So durchschnittlich gut. Na gut, soll ich mich
informieren prinzipiell, was diese Lösung, die, ich denke mal, die Cyberware ist das Einzige, was vernünftig ist, ne? Keine Ahnung. Ich denke mal. Ich informiere mich mal Type O und Cyberware, was das preislich ist, wann ich da rankomme, wann das vom Laster fällt. Was für dich das Richtige wäre, die Daten habe ich ja alle noch, und wer so einen Wahnsinn mitmachen würde. Mach ich. Du solltest auf jeden Fall den Typen, die dir, wenn dir die Organe raushängen, dich jetzt sonst behandeln, auf jeden Fall sagen, dass dein Herz geschädigt ist, ne? Ja, kann ich machen. Kann? Ja. Werde ich machen. Ja, nicht mein Körper. Mit dem habe ich ja schon genug zu tun. Ja, ich sag dem Doc mal Bescheid. Dem Prof. Das ist schon mal ein Name, wo ich denke, der hat Ahnung, das ist gut. Hat mehr Ahnung als die meisten, würde ich sagen. Also die meisten von uns jedenfalls, deswegen ist er ja der Prof. Ne, ich bin kein Professor, klar, ist okay. Ja, auch nicht. Also. Glaubst du nicht, dass das ernst, dass wir einen, dass unser, dass wir Professoren dabei haben? Keine Ahnung, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir irgendwie. Das ist auch egal. Genau. Juti, ja. Dann danke nochmal. Ein paar Tage. Du kannst dich bewusst nicht bewegen gerade, ne? Das habe ich so gemacht, damit du das nicht tust. Hm? Denk dran, fast alle Muskeln, die du bewusst ansteuern kannst, sind von ihren Verbesserungen getrennt wurden, an neue angebracht wurden, und das wächst wieder zusammen. Du willst das jetzt gar nicht. Du hast, warte mal, hier sind deine Drohnen. Du hast Zugang zur Matrix. Yay, danke. Wenn du irgendwas brauchst, ich habe eine schöne App, da kannst du dann klingeln und dann passt das. Ach so, wenn du willst, können dich Leute theoretisch jetzt besuchen, wenn sie eine halbe Stunde sich ordentlich desinfizieren wollen vorher, musst du Bescheid sagen. Jo, klar. Ich melde mich, also dann, ja, danke. Gut. Bis dann, ich muss noch ein bisschen aufräumen hier. Jo. Hast du irgendwie so ein Bild für den Professor vor meinem Herzen oder so? Ich hab's nicht rausgenommen, um zu gucken, wie kaputt es ist. Gut. Ja gut, dann sage ich mir, kaputt. Ich habe das Protokoll, wie lange es aus war. Ja. Aber das würde ich vorher noch ein bisschen aufhübschen, bevor ich dir das gebe. Du bist schon ein bisschen genauer. Ich habe da eigene Kürzel und der hat da bestimmt andere Kürzel, was ich da wann wie viel gegeben habe und so weiter. Ne? Ja, dann nochmal. Gut, ich gebe dir das dann. Gut, ich schreibe dem Doc, dass ich wieder da, also dem Professor, dass ich quasi, ja, das Operation habe ich gut in Anführungsstrichen überstanden. Mein Herz hat zwar irgendwie gefickt. Was war das letzte? Gefickt. Achso, okay, na, dann wird er sagen, dass er dich in einer Stunde mal besuchen kommt. Du weißt, was auf diesem Protokoll steht, ne? Ja, das, deswegen habe ich dir das Protokoll ja nicht geschickt. Ich meine ja nur. Du hast noch ein bisschen Zeit, dir was zu überlegen. Jojo! Hä? Bevor der Professor sich gerade am Anziehen. Ah, du fährst los, okay. Ich wollte ja eigentlich gerade beide erwischen. Ihr habt gerade zusammen gegessen und Tee getrunken, ne? Dann mache ich das nur mit dir. Jojo. Hä? Anders. Diese olle Stiftung, das hat ganz gut funktioniert. Und dann haben da irgendwelche Leute was hier spenden. Ich dachte mir, Lappen. Und dann wurden das mehr.
Und dann wurden das Spenden und dann wurden die langsam umfangreich, vor allen Dingen von irgendwelchen Konzernen und so, von Kleinen und von Töchtern und so weiter. Da sind Umfänge, wo ich, also das nicht nur Aufmerksamkeit zieht, sondern wo ich mir auch denke, da habe ich mal lieber hier Dings gefragt, die Nähmaschine, und da ein paar Sachen zurückverfolgt und da sind ein paar Ungereimtheiten. Ach, wer redet da jetzt? Gandhi. Der Troll ist schon auf dem Weg raus. Ach so. Ja, Horizon. Ja, das ist schlecht, weil was immer die auch tun, das machen die bestimmt nicht ohne Grund und ich glaube nicht, dass es nett wird. Doch. Und zwar ist das die, oder ein Teil der, oder eine Gefälligkeit, sagen wir es mal so, für eine Geschichte, wo wir mit denen zusammengearbeitet haben. Und irgendwie hat Kaban das so im Tran rausgehauen, weil es hieß, dass sie uns so eine Möglichkeit anbieten wollen. Und irgendwie hat er das gemacht und er war alleine, wusste aber dann lange Zeit nichts mehr davon, dass er das gemacht hat, wegen irgendwelcher Nebenwirkungen, und dann war es zu spät. Also? Ja. Das heißt, dir stehen jetzt ein Haufen Spendengelder zur Verfügung, mit denen du, die du für wohltätige Zwecke einsetzen kannst, wie es dir passt. Ja. Der eine Kerl hat uns halt 7.000 gegeben, ne? Hm. Das bringt uns in Summe mit dem ganzen anderen Scheiß in eine andere. Du hast verschiedene Klassen. Niemand interessiert sich, wenn das so eine kleine Pupsache ist, die wir hatten. Jetzt sind wir ja durch die Sachen zumindest für 1-2 Monate vermutlich nicht mehr so pupsig. Das heißt, dass da auch andere Überwachungssachen einsetzen, ne? Hm. I see. Und so. OT, wann sollte das auslaufen? Ist wahrscheinlich schon ausgelaufen, ne? Nee, warte mal. Wohl doch in den nächsten 2 Tagen so. Naja, diese Promo-Aktion läuft jetzt in den nächsten 2 Tagen aus, wenn dich das beruhigt, aber wahrscheinlich halt das dann noch ein bisschen nach, ne? Nee, warte mal, Promo-Aktion? Ich dachte, die haben aus eigenen Taschen irgendwie da Geld reingepumpt über irgendwelche Strommänner. Nein. Wie soll das dann sonst funktionieren? Keine Ahnung, wie Horizon es schafft, die Meinung der Leute zu beeinflussen, aber irgendwie schaffen sie es halt. Na, das macht's ja schon mal viel einfacher. Na, es war irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine diskrete, ich weiß nicht genau mehr, wie er es genannt hat, irgendwie so eine diskrete Variante, wie die das halt machen, wenn die irgendwas promoten, ohne dass sie was offiziell promoten. Du sagst also, ich kann Teile der Gelder dafür benutzen, endlich das große Geheimnis zu lüften, wie sie das machen. Das könntest du theoretisch tun, allerdings, fände ich es irgendwie nicht so cool, wenn wir jetzt anfangen, die Geheimnisse von Horizon zu entdingsen und Gefahr laufen, dass sie uns das Leben zur Hölle machen, auf dieselbe Art und Weise. Nee, die verkaufen wir dann an den größten Publicity-Konkurrenten, Aztec, und dann werden die ja Horizon vom Platz fegen und uns ewig dankbar sein. Vermutlich werden sie uns zu ihren 5000 Krieger in den Blutarenen opfern. Und das dann aufnehmen und eine eigene Fernsehserie daraus machen. Hä, Blutspiele sind immer im Aztec-Fernsehen, die empfängst du nur nicht, weil du kein Aztec-Bürger bist und nicht dafür bezahlst. Das stimmt. Und ich meine, ich könnte mich auch sehen als Gandhi Quahutl-Gott, der den falschen Priester Horizon getilgt hat. Also ich meine, Gandhi Quahutl
ist schon immer ein großer Traum gewesen. Dann kriegst du einen eigenen Schrein. Ein? Ich krieg mindestens einen Tempel, und zwar in jeder Hauptstadt. Okay, mit einer Büste von dir drauf, oder? Na, halt göttlich umgeformt. Mein Tierwesen, die Schildkröte, müsste natürlich damit eingebracht werden. Also mein Tierbegleiter. Ja, die Schildkröte. Ich wüsste jetzt nicht, welches andere Tier da passt. Keine Ahnung, ein Frettchen oder sowas. Alles klar, wenn du wenigstens gesagt hast, eine Schildkröte auf Speed. Nee. Selbst eine Schildkröte mit Move-by-Wire auf Speed schafft das nicht. Naja, ist ja auch egal, ich bin da ja für vieles offen. Frettchentierbegleiter, ja, es ist ja ein aggressives, kampflustiges Tier, wie ich. Es wuselt mindestens genauso rum wie du. Jetzt pass mal auf. Hast du schon mal ein Frettchen in der Hängematte gesehen? Ja. Hast du nicht? Genau. Doch, das hier, Bild. Das wuselt nämlich, das ist doch gefaked, das ist doch gefotoshoppt. Das, guck mal, ein Frettchen würde es da gar nicht aushalten, so eine Hängematte, weil es ja immer rumwuselt. Ich dagegen bin sehr mattenaffin. Das stimmt, aber ich habe auch noch nie eine Schildkröte in der Hängematte gesehen. Tja, und hier kommt der Trick. Da ich der Besitzer beider dieser Dinge bzw. Tiere bin, habe ich dieses bereits eingerichtet. Sowohl von Frettchen als auch von Schildkröten. Nee, von Dingen und oder Tieren, also von Hängematten und Schildkröten. Ach so. Denkst du, es gibt keine Bilder von mir und meinen Schildkröten in der Hängematte? Doch, aber das zählt nicht, weil es ja auch, die sind bestimmt gefotoshoppt. Nee, sind sie nicht. Die Frettchenbilder auch nicht. Pass auf, ich habe eine Hängematte hier und ich habe hier Schildkröten. Ich könnte das sofort nachstellen. Ja, aber dann sind sie ja nicht von alleine in die Hängematte gekommen. Du hast sie ja da reingezwungen. Das ist ja nicht ihr natürlicher Lebensraum. Nein. Wohingegen die Hängematte dein natürlicher Lebensraum ist. Nein, die Regeln dieser Diskussion beziehungsweise des wichtigen Arguments sind doch, wenn ich die Schildkröte da reinsetze, ist sie nach 10 Minuten noch da drin. Das Frettchen nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das nächste, was ich jemals zu einem Frettchen länger beobachten durfte, war dein komisches Vieh. Und das wiederum, das war keine 10 Minuten in der Hängematte. Nee, das hat auch schon in deiner Hängematte gepennt, wenn du dich erinnerst. Da hast du dich fürchterlich beschwert. Das sind Lügen. Das sind Lügen des falschen Gottes Jojakuhtutl. Dessen Anhänger noch heute auf dem Scheiterhaufen landen. Auf dem Scheuerhaufen? Scheuerhaufen. Da ist so ein halbes D drin. Oh. Aber kein T. Ja, so weit war ich noch nicht. Das kriegt mein Mundwerk noch nicht hin. Ja, ist ja nicht so schlimm. Es kann ja nicht jeder so perfekt sein. Aber unabhängig davon werde ich vielleicht die tiefsten innerlichen Geheimnisse nicht erkunden, selbst wenn ich es wollte. Ich kann den Drang dazu verstehen, aber irgendwie, glaube ich, könnte das Folgen haben, die eine Überwachung nach sich ziehen, die, vor der du jetzt Angst hattest, um das Vielfache übersteigen. Na, es ist auch einfach so, dass ich auch gern fliegen würde, aber weiß, dass es keinen Sinn hat. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht irgendwann eine Fernsehserie von dir oder mir oder uns haben. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Dann sollst du vielleicht den Beruf aber wechseln, ne? Wieso? Du lebst ja ein bisschen hinterm Mond, du beschäftigst dich ja zu viel mit echten Waffen. Deswegen verfolgst du ja nicht so sehr die Trends. Ne? Das stimmt. Also nur die ich irgendwie, egal, ja. Aber deswegen hast du ja bestimmt auch verpasst, dass seit 15 Jahren... Vor 15 Jahren fing das an in L.A. und jetzt auch in anderen Städten, die Serie Gang Life, hier Stadtname einsetzen, von fucking Pathfinder. Nicht nur
auf einigen Kanälen 24/7 läuft, sondern dann auch noch Zusammenschnitte täglich oder der Woche halt hochgeladen werden, die sehr beliebt sind, vor allen Dingen bei so Lohnsklaven, wo halt einfach Gänger einen Simrig reinkriegen und dann nehmen die halt ihren Tag auf. Das stimmt, aber wenn ich mitkriege, dass sich hier einer einen Simrig einsetzen lässt, um diese Daten irgendwo hinzuschicken, wo sie nicht hingehören, dann werde ich dafür sorgen, dass dieses Simrig die längste Zeit an seinem Ort war. Das mag ja sein, aber... Und das meine ich wörtlich. Ich verstehe das, aber was ich dabei damit meine ist, vielleicht solltest du dir einen Beruf wählen, der weniger von sich aus im Rampenlicht steht, wenn du nicht ins Rampenlicht der Zertuan willst. Ich finde, das sind zwei Dinge, die sich durchaus miteinander vereinen lassen. Nicht ins Rampenlicht gezerrt zu werden, obwohl man einen Beruf hat, der gemeinhin in irgendeiner Form, ob jetzt angebracht oder unangebracht, glorifiziert wird. Das ist halt einfach, als wärst du ein Bezirksliga-Grubenkämpfer, der gern die nächste Liga aufsteigen will, aber sagt, ich möchte nicht irgendwo in der Matrix sein. Hä? Die Metapher ist jetzt an mir vorbeigelaufen. Na, pass auf. In großen Schritten. Der Grubenkämpfer, der ist so in einer Stadtteilliga, ne? Und sein Wunsch und sein Begehren ist es, in die nächste aufzusteigen, um sich mit noch krasseren Dudes zu prügeln, die noch hotteren Bitches zu kriegen und die dickeren Moneys. So. Der ist damit eine Person öffentlichen Interesses. Viele Menschen sehen ihn, manche bewundern ihn, manche finden den doof, manche wetten auf ihn und manche wetten dagegen. Manche haben von ihm schon blaues Auge kassiert und so weiter. Der will in die nächste Ebene der Berühmtheit mit all den Vorteilen aufsteigen, will aber gar nicht berühmt sein. Das bist du. Und? Das ist ja ein Widerspruch. Ich will aber auch nicht weiter aussteigen erstmal. Also. Du bist ja schon der schon aufgestiegen ist. Du bist ja keine Gängerin mehr. Das würde ich. Ja, warte mal, bist du jetzt aber nicht Chefin dieser viele Köpfe umfassenden Gang mit einzelnen Untergruppen, mit einem Teil in einer anderen Stadt, die mit einem anderen Typen irgendwie im Norden und im Süden alles klar macht und so? Ja. Und die den Rasen der Gangs trimmt? Ja. Aber das prädestiniert mich ja noch lange nicht, Star einer beliebten Fernsehserie zu werden. Ja, prädestinieren tut dich das schon dafür. Das stimmt, aber bin ich keine klassische Gängerin, das heißt, ich bin per se erstmal uninteressant. Gegenteil. Und darüber hinaus, also ich sag mal so, solange es keinen wirklich, wirklich, wirklich guten Grund gibt, der dieses Vorhaben irgendwie rechtfertigt, wird das auch auf keinen Fall passieren, denn danach werde ich die längste Zeit Chefin dieser Organisation gewesen sein, denn diese Organisation wird diesen Umstand vermutlich nicht dauerhaft überleben können. Okay, aber du weißt, dass die Grundansätze schon immer da waren, ne? Du weißt schon, dass sobald Horizon in diese Stadt kam, als erstes Actionfiguren von jeder größeren Gang existieren und noch heute vertrieben werden, ne? Nee, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Was? Die aktualisieren das sogar vierteljährlich, Mann. Nee, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass er nicht, dass... Alter, da gibt's übelst die krassen Falkengänger mit Motorrad, kostet extra, mit Motorrad und allem, verschiedenen Waffen, verschiedenen... Du kannst die hinten aufmachen, da kannst verschiedene Cyberware reinpacken, das nützt nichts, die sitzt ja auch von außen nicht und bewegen können sich auch nicht, ist relativ billig, das Zeug. Aber klar gibt's das! Hä, wir sind so dumm und kauft das...
Naja. Die, also es gibt ja zwei unterschiedliche Gruppen hauptsächlich, die Spielzeug kaufen. Die einen möchten das gern eingeschweißt sich irgendwo hinstellen, nennen sich Sammler und die anderen sind Kinder. Ach so. Das sind diese komischen kleinen Wesen, die ja auch ab und zu mal rumkrabbeln, oder? Ich hab mal von denen gehört. Zum Beispiel. Alter, ich habe so einen Bedarf, dass ich das jetzt weiß und so eine Figur kriege. Es gibt keine personengebundene, es gibt generische, ne? Der Falkengänger als Ork-Ausführung und dann drei verschiedene und als Mensch-Ausführung und so weiter. Ja, aber. Nö, natürlich, also. Klar kannst du dir welche hinstellen. Sicher, natürlich, mindestens einen habe ich davon. Sehr gut. Okay, ich bin milde überrascht. Wieso bist du denn überrascht, Mann? Guck mal, Mann, okay, du warst ja nie. Also, du bist so ein Lohnsklavenkind, ne? So. Was ist cool? Actionhelden/Actionfiguren. Sind das Gänger? Naja, nee. Aber sie sind echt. So. Und für manche auch noch richtige Helden, aber die haben meistens nicht die Kohle dafür. So. Und dann bist du da irgendwie in deinem Lohnsklaven-Ding. Du weißt gar nicht, wie es draußen aussieht, aber es hört sich immer ganz schlimm an. Und dann gibt's aber diese Gänger-Actionfiguren, die es ja auch in deiner Stadt gibt, bloß halt nicht als Actionfiguren, sondern als Typen, die du aufs Maul hauen und dich ausnehmen. So. Und dann spielst du damit und dann findest du das halt cool. Und warum sollte es das nicht geben? Es gibt alles, womit man Geld machen kann. Dr. Baryshnikov hat im Zuge seiner plötzlichen und für mich völlig undurchsichtigen Gleichberechtigungsschiene Diaphragmas, ja, eingeführt, die offensichtlich nicht funktionieren, sodass die Frau sich vom Mann ein Kind anhängen lassen kann, um ihn dann und so, was man dann halt damit macht. Mit und der hier macht kommt sich. Und in dieser Packung ist auch gleichzeitig ein verdammter Vaterschaftstest drin. Das speichert dann quasi einige Informationen vom Samen und dann kann das mit dem Kind dann gleich abgeglichen werden. Sehr gut. Du kannst mit allem Geld machen, weil die Leute, sprich mir nach, blöde sind. Die Leute sind blöde. Genau. Okay. Na dann hoffe ich mal, dass ich nicht irgendwann in der Boss Edition lande. Wenn du dich nicht zu sehr an die Kamera stellst und die Leute in die Luft jagst, nicht. Aber ich meine, es gibt schon Falkenmagier. Und Magierinnen. Ja, aber. Die sind immer groß und sehen böse aus, also insofern bin ich. Nee, das sind immer Zwerge. Ach so. Okay. Wieder was gelernt für heute. Meinst du, Kaban hat schon so eine Actionfigur? Keine Ahnung, ich glaube. Also, ich habe noch keine gesehen bei ihm. Ihr seid irgendwie echt alle, ihr wisst ja nicht, also wirklich. Eure Vorbildfunktion, ich werde ihm mal den Link schicken. Eure Vorbildfunktion, ich werde ihm mal den Link schicken, da er seine Vorbildfunktion wahrnehmen will in diesem Boxclub. Muss er ja auch wissen, was die Jugend unter Umständen von ihm und seinen Kameraden als Bild kennt. Ja, definitiv. Wo ist denn der überhaupt? Der kriegt gerade eine neue Ware eingesetzt, glaube ich. Shit. Ist er dann in der Lage? Wie heißt gleich? Eine Erektion zu bekommen, wann immer er will. Nee, ich glaube, der kriegt nur, lässt sich seine Muskeln irgendwie erneuern. Die sind ja zum Teil krachen gegangen bei der letzten größeren Aktion. Ja, damit was Cooleres mir rechnet. Cyberarme mit einem integrierten
Cocktailmixer. Ice Crasher. Ventilator. Damit er sich seine Drinks noch schneller mixen kann, oder was? Das ist der größte Party-Hit. Was denkst du? Stell dir das mal vor. Ich mach dir das mal vor, ne? Der steht dann da. Dann hat er die Arme, natürlich um seine Muskeln zu zeigen, seine Cyberarmmuskeln. Hat er so dann vor dem Körper verschränkt, also so unten nur die Hände, ne? So. Dann nimmt er die einen, greift dann zum einen Likör, füllt da oben in das Loch des anderen Arms was ein, dann hier noch eine Flüssigkeit und so weiter. Dann macht das zu und dann macht er die übelst krassen Schüttel-Dance-Moves, weil hier schüttelt nicht, hier rührt und so weiter. Und dann öffnet er am Finger, weil es cool ist, eine Klappe, da kommt dann der ganze Sub in das Glas, in das schöne dreieckige Cocktailglas der Alten, die sagt, oh, this easy. Und natürlich mit dem letzten Spritzer, wo dann nochmal ein bisschen konzentrierteres Zeug zugemischt wird, kommt auch ein mini blaues Flämmchen, das dann das ganze Ding in Brand setzt, natürlich nur den oberen Teil. Cool, wie er ist, wo das dann einfach mit seiner Hand abdecken, die natürlich groß genug dafür ist. Und männlich wird er die Flammen ersticken, weil er sie ja vor jeder Gefahr schützen kann, wie man dadurch eindeutig sieht, stecht eine Olive rein und sagt, bitte, wollen wir jetzt ficken. Oder was man dann halt so als kultivierter Mensch sagt. Das ist doch der Shit. Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool, aber ich befürchte, dass er selbst sein bester Kunde sein wird. Er müsste ja den ganzen Tag krasse Schüttelmoves machen. Ist ja doof. Shake it, baby. Naja, aber guck mal, dann trinkst du... Ich bin der Einzige gerade, der... Also, für den Drink danach? Ernsthaft, Leute? Ja, warte mal, daran hatte ich nicht gedacht. Bei mir ging es die ganze Zeit um Arme. Ja, aber ne, du... Also, man holt sich schön eine Runde mit dem Arm und kann man danach ertrinken können. Ja, gut. Krasse Schüttelbewegung, was denkt ihr denn? Oh. Entschuldige. Also, ja, das ergibt schon Sinn jetzt, wo du es sagst. Ich dachte halt eher an den Vorführeffekt. Da war das nicht Teil der Abmachung. Auf jeden Fall, wenn ihr dann 6, 7, 8 solcher Dinger trinkt, dann kann er ja sich gar nicht mehr schütteln, um sich den nächsten zum nächsten Mal dann umfällt. Das stimmt. Und außerdem hat er mir sein Leid geklagt. Was für Leid? Was er halt so hat. Und seit dem ersten Tag hat ja wohl auch keiner mehr eine Nachricht bekommen, irgendwie, dass er getrunken hat, oder nicht? Stimmt. Naja, also. Ich finde es schön, dass ihr aufpasst, aber ich glaube, das ist okay bei dem. Was? Weiß ich, habe das letzte Mal ziemlich verschluckt. Ich finde es schön, dass ihr aufpasst, aber. Aber ich glaube, das ist okay bei dem. Keine Ahnung. Mal gucken. Du musst ja das... Das ist wie, als wir Wikinger, ne, ich ja allen voran, Amerika entdeckt haben. Und das eben gesagt haben in Europa, weil wir nicht blöd sind, weil wir sofort gesehen haben, das nischt das alle. Boah, nee. Wir verziehen uns, ne? Also wir auf dem Schiff. Da ist ja die ganze Schiffsarbeit so scheiße anstrengend und die Umstände so kacke, dass jeder immer nur so ein Tröpfchen Rum bekommen hat, um die Anstrengungen des Tages zu vergessen und sich selbst sedieren zu können. So, das Leben des Gängers, so wie ich es beobachten durfte, ist ja in vielerlei Hinsicht ähnlich, bloß mit mehr Gewalt. Da muss man ja auch dann, wie so ein Seefahrer, ne? Sag mal, versuchst du gerade eine Entschuldigung für Karman zu finden? Nee, ich halte das für noch nicht so problematisch und wollte einen Vergleich ziehen, den ich dafür passend hielt. Okay. Eine Entschuldigung? Bist du bescheuert? Keine Ahnung, es klang gerade irgendwie so. Nee. Das Einzige, wofür ich mich entschuldige, das ist, dass ich ja jetzt weg muss und irgendwie es hier nach Windel riecht. Ach so. Es tut mir leid. Wir sehen uns ja dann später nochmal. Ne, mach's gut.
Sie klopft mit den Fingern auf den Tischkommode, wo auch immer sie gerade neben steht, und blickt ihm nach. Er wird 2 Meter vor der Tür stehen bleiben und einen krassen Schütteldance rausmachen. Sie lacht und wendet sich ihrem stinkenden Sohn zu. Der lacht nicht. Kaban, bist du zu einem Entschluss gekommen? Naja, irgendwie muss der Doktor es ja schon wissen, aber das ist halt doof, ne? Ja, da sagst du was. Und mein Doktor? Ja gut, den könnte ich auf die RT2 fähig verzichten, aber dann habe ich einfach das Problem, dass der andere Doc nicht weiß, dass das Herz halt kacke ist. Ja, dem hast du ja auch schon gesagt. Ich meine, wie schlimm kann das denn sein, wenn du ihm jetzt sagst, ja okay, ich habe halt den Vitalmonitor hacken lassen. Nö, das habe ich mir ja gar nicht. Also das will ich mir nicht sagen. Ich habe ja Langzeitschäden, so vielleicht ein bisschen. Also du kriegst ja, bevor der Troll kommt, erstmal das Protokoll zu sehen. Ja. So, da steht halt erstmal drauf, was passiert ist, dass du da mehrmals weggestorben bist, was er gemacht hat und so weiter. Die Hälfte der Sachen, die da drauf sind, die er injiziert hat, die kennst du sowieso nicht. Und die ein paar Spezifika des Implantats und so weiter und der Vorgänge, die da sind, Fachbegriffe, keine Ahnung, du bist ja nochmal kein Arzt. Was aber halt eindeutig drin steht, ist die Dosis Ethanol, die du seitdem er festgestellt hat, was da falsch ist, kriegst und so weiter. Ich gucke ja dann, wo ist das da drin steht? Das kommt halt immer drauf an, was man mit dem Ding aussagen will, also. Geht ihm ja nichts an, oder? Das musst du ja wissen, also ich unterliege ja der Dienstpflicht. Ja, aber dieses ganze Gelaber, was ich mir dann anhören muss. Du, pass auf. Ich könnte diese Sache hier rausnehmen, aber ich habe noch ein paar andere Medis da gegeben, jetzt, die halt Interaktion, wegen der Interaktion mit dem Schnaps, den du kriegen musst, oder mit dem Ethanol. Da müsste man dann eine Begründung finden, damit ich vor so einem wütenden Gänger, der offenbar auch noch Bildungshintergrund hat, mich rechtfertige, würde ich dir zuliebe natürlich nochmal 500 Nien verlangen. Denn die letzten wütenden Gänger haben mir ja Depot auseinandergerobt. Ja, aber das mit dem Ethanol muss da nicht drinstehen. Muss er das denn? Also, du musst das ja auch nicht wissen, eigentlich, oder? Na, guck mal, da würde ich jetzt einfach mal löschen. So, was hier in dem Tropf ist, wisst ihr eh nicht. So, ich würde einfach rausnehmen, dass ich ja die ganze Zeit Alkohol verabreiche. Aber ich habe halt hier ein paar andere Sachen, die ich sonst nicht geben würde. Die müsste ich dann halt, da gibt's immer eine Begründung, das passt schon. Aber um mich dieser Gefahr auszusetzen, dass er das vehement, sage ich mal, hinterfragt, brauche ich natürlich einen Versicherungszuschuss. Ja, ich meine, also Das ist ja nicht wichtig, wenn er das nicht weiß. Also es ist ja schon okay. Nicht wahr? Dann weiß ich dir das halt. Der kommt übrigens gleich vorbei, hat er gesagt. dann ist ja gut. Okay. Musst du jetzt das mit der ganzen Kohle machen dann später. Nur, ich hätte nur gern, wenn du jetzt schon hast, wäre es gut, wenn ich jetzt schon 2.000 hätte, dann kriege ich gleich schon mal das raus, was ich den anderen beiden zusätzlich geben musste. Ja, klar, kein Problem. Ich überweise ihm das Geld. Danke dir. Irgendwann später wirst du den Troll kommen. Achso, Entschuldigung. Ich danke dir, wollte ich sagen. Das ist kein Ding, ich bin da mal draußen, ne? Du wirst dann später den Troll kommen, dann werden die sich unterhalten, davon wirst du ja nicht viel mitkriegen. Dann wird der Troll sich ordentlich abduschen müssen. Ist der Troll endlich auch mal wieder sauber. Das sehr gut. Nämlich. Und geseift. Und dann wird er auch reinstolpern. Voila. Jetzt habe ich wegen dir einen krummen Rücken, weil natürlich in dieser scheiße Nasszelle einfach kein Platz ist, Mann.
Ich wollte es ja vorbeigucken. Wie geht's denn dir, du Kackeimer? Oh, pff, geht besser, ne? Also ich kann mich nicht wirklich bewegen. Reden geht grad so. Naja, warte mal. Dass es dir jetzt so gut geht, dass da hat er dich aber ordentlich versorgt. Ne? So, ich guck nochmal drüber. Mann. Ich meine, das ist absolut kein Standardeingriff, aber da ist aber einiges schief gelaufen. Boah, das ist richtig. Aber der junge Hund hat alles gefixt. Das ist ein ziemlicher Pro, finde ich, also meiner Meinung nach. Ja, ich meine, hatte ich beim Kacken gehalten, das ist ja erstmal das Wichtigste. Viel mehr konnte er, glaube ich, auch nicht machen. Ich hätte die ganze Prozedur vermutlich nicht machen können. Hat er dir erklärt, wie das in Zukunft aussieht, dass das ganz schön gefährlich ist und so? Ja, weil irgendwie das Herz irgendwie aus war und dann, das ist irgendwie deswegen beschädigt jetzt. Ja, das ist keine Sache, die man so einfach vernachlässigen kann, auch mit ein paar anderen Medis, die aber jetzt sowieso nicht. Kampfdrogen sind aus. Overcoke ist aus. Amphetamine auch. Ja, die Ampel nehme ich ja eh nicht und so. Also. Ja, und bei dem anderen Shit sollst du wirklich nicht mehr machen. Weil wenn das eine zum anderen kommt und da mal man ein bisschen zu tief mit dem Finger rein und der dann im Mund landet, dann. Nee, ich lasse die Finger von. Es ist nicht so, dass wenn du jetzt irgendwie 50 Kilometer, na, ist ein bisschen viel, wenn du ein paar Kilometer sprintest, dass du dann plötzlich tot umfällst. Aber es ist halt auch nicht so, als wärst du in perfektem Zustand. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Warte, willst du etwas sagen? Ich bin alt. Ja. Für den Lebensstil, den wir alle führen, schon. Du bist du hast schon ein paar Verletzungen gehabt, die relativ übel waren. Und, ne? Kann ich mich ja bald zu den alten Säcken setzen, oder? Ja. Nee. Ja, super. Nicht mal mir die Abendruhe darf mal angebießen lassen. Nee, es wäre halt, wenn das so weitergeht, hättest du halt dann die Ehre, dass du nicht mehr auf Abenteuer gehen darfst, aber zu Hause noch die ganzen Scheißaufgaben machen kannst. So weit ist es noch nicht. Aber du musst aufpassen jetzt. Jo, sagte ich auch. Gott. Aber ansonsten, was den eigentlichen Eingriff angeht, sieht es erstmal gut aus. Und da das diesmal ordentliches Cyberware ist, würde ich nicht denken, dass es jetzt noch viel mehr an deiner bestehenden Sache ändert, ne? Du wirst nicht noch kränker als vorher, denke ich mal. Nee, also denke ich auch. In nächster Zeit, im nächsten halben Jahr vielleicht schon, aber. Ja, ich habe ja irgendwie ein halbes Jahr oder so Immunsuppressiva. Ja, irgendwie lang das noch hält. Ja, es wird schon eine ganze Weile sein, aber ich werde gucken, dass wir es in Bahn lenken, wo es erträglich für dich wird. Das heißt auch, dass du jetzt natürlich mit Verletzungen wirklich auch immer noch mehr als sowieso schon mal irgendjemand drüber gucken lassen solltest. Ja, klar. Schön. Brauchst du irgendwas? Nö, ich kann mir gleich einen Schritt reinpfeifen und dann. Ja. Der eigentliche Spaß geht ja auch erst ein paar Tagen los, wenn es weniger Schmerzmittel wären. Wenn ich eventuell mal wieder ein bisschen wegen Bewegung komme, aber. Na klar. Du weißt doch noch, wie das erste Mal war, oder? Denkst du, das wird dieses Mal anders? Das erinnert mich nicht daran. Ah, schön, neu lernen, wie das ist, unter Schmerzen die Hand zu krümmen. Du weißt, dass ich die Uhr nicht vorbeischicken werde, ne? Kannst du gerne anrufen mit dir quatschen, aber. Ja, ist besser, wenn die rausklappt. Ja, du, ich musste mich ganz schön lange einseifen. Verständlicherweise. Keine Keime. Deswegen auch dein Hund werde ich hier auch nicht vorbeischicken. Ja, ist okay. Es gibt nichts Infektiöseres als eine Hundeschnauze. Ich kann ihn in eine FaceTime mit ihm machen. Ja. Das funktioniert super. Ja, na klar.
Wenn irgendwas ist, sag sofort Bescheid. Ich muss nochmal rübergehen zu Konstantin, die hat irgendwie Stress. Oh, okay. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nee. Aber ich mach's lieber sofort. Ich werde die Tage auf jeden Fall noch ab und zu mal kommen, je nachdem. Und vielleicht abends mal mit dir einen Plausch halten, dass du nicht so alleine hier rumliegst, so armer Sack. Oder mal irgendjemand anderen vorbeigucken lassen. Und vermutlich, da dass er doch ein paar Komplikationen gehabt, werde ich nochmal ihn vors Haus schicken, der den ganzen Tag aufpasst, weil er jetzt, also in Zivil, weil der jetzt ein bisschen länger kränklich hier rumliegst. Ähnlich passt von schon. Goonskin von uns, ne, das ist passt schon. Sagst du aber Ivan vorher Bescheid, ne, wer das ist von uns, weil... Ah, hab ich schon gemacht. Gut, ne, der junge Mann hat ja auch ein bisschen was hier rumsteht. Ja, na klar, na klar. Der steht draußen rum, den erkennt keiner und der ist nur dafür da, dass keiner kommt und dich absticht. Sehr gut. Gefällt mir. Ich mag es nicht, abgestochen zu werden. So ein, zwei Messer. Die Messer, die ich in letzter Zeit über den Bauch drin hatte, waren schon genug. Ich finde das auch nicht so prickelnd, wenn du dann immer irgendwie unter deinen ganzen Knochenwucherungen und der Malwucherung das da so raus, dann bricht die Klinge. Ach, nee. Ach, immer. Ach nee, du bist ja ein Ork. Oh, stimmt, du bist ja weich. Weich. Naja. Auch nicht so. Beweis mir mal das Gegenteil. Stell mal auf, du weicher Klumpen. Ach, kannst du nicht? Ich bin so hart, ich kann nicht mal aufstehen. Das ergibt natürlich... Wie ein Stein. Ich bin ein guter Stein gerade. Das stimmt. Na gut, wir sprechen uns die Tage nochmal. Sehr gut. Ich würde dir die Hand reichen, aber... Nö, okay, Körperkontakt, wenn es nicht sein muss. Ich kann meine Hand auch nicht bewegen, aber das ist okay. Ich würde sie jetzt auch nicht anfassen. Nicht nur, weil es ein bisschen schwul ist, sondern auch... Du weißt schon. Ja, dann verpiss ich jetzt. Hast du ein Glück, dass du gerade ein Stein bist. Bis dann. Jo, bis dann. Jojo. Hm? Später am Tage wird Paulina bei dir klopfen und einkehren. Hi. Moin. Hast du irgendwas? Hast du irgendwie einen Kaffee oder was da? Da vorne. Ah, danke. Vorsicht ist stark. Sie kratzt sich ungeniert am Hinterteil, wobei du... relativ sicher bist, dass das eine einstudiert bewusste Geste ist. Jo. Dann nimmt sie sich den Kaffee. Du, sag mal. Hm? Unter Konstantin habe ich ja halt dieses Lumpenhaus da irgendwie bekommen, wo ich ab und zu drüber gucken muss und so. Sehe ich mich nicht so. Hm. Und ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwie auf der Straße rumzurennen, irgendwelche Typen die Fresse zu polieren. Ich meine, ich mach das, wenn es sein muss. Ich bin, das weiß ich auch, nicht dafür geeignet, irgendwie die scheiß Überfälle zu planen. Ich mach da mit, aber okay. Aber ich will irgendwas machen, irgendwas mehr. Was sind, was, keine Ahnung. Es muss auch mal vorangehen. Hm. Siehst du dich in der Werkstatt? Hey, willst du mich ficken? Nein. Nee, pass mal auf. Das ist okay, der Frischling ist gerade durch und da Erkenntnisse hat, macht er auch eine wichtige Aufgabe. Aber ich bin lange dabei, ich habe eigentlich wenig Mist gebaut und du sagst, ich soll den ganzen Tag an irgendwelchen Autos rumschrauben wie ein Prossi? Du, ich meine nicht die Autowerkstatt. Ich soll Waffen entdecken wie ein Prossi? Du musst sie nicht entdecken, damit fängt's an, aber nein. Ich brauch jemanden, der sich da ein bisschen mehr reinarbeitet, als einfach nur Waffen zu entdecken, weil ich das alleine alles nicht mehr schaffe. Was meinst du denn da so? Naja, das kommt drauf an, worauf du Bock hast und wie weit du kommen kannst oder willst. Hä?
Die setzt, keine Ahnung, ihren Sohn wieder in seinen Laufstall oder was auch immer. Komm mal mit. Sie tut's. Jojo sagt irgendwem Bescheid, dass sie da zwischendurch mal nach dem Kind gucken sollen und fährt mit Paulina jetzt zur Werkstatt. Bist ja in 10 Minuten da. Ja. Dadurch, ja, dass sie jetzt verlegt ist. Du hast ja kaum irgendwelche Sachen, die so besonders krass sind, oder? Es wird auch Kinder, die besonders aufgerüsteten Scheiß kaum so. Ich hab nur nie wirklich davon erzählt. Ach so. Und die geht mit ihr rein. Die hat ja noch ein paar Modelle da. Und drückt ihr mal irgendwie ein Modell von dieser neueren MP in die Hand. Hm. Sowas. Kompliziertere Sachen. Na, pass auf. Brenne ich nicht so krass für wie du, ist ja klar. Habe ich aber auch überhaupt kein Problem zu machen, habe ich auch kein Problem, mich einzuarbeiten. Wie weit ich komme, hängt davon ab, wie viel Krebs ich habe. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. So. Das würde ich rummachen. Aber das Ding ist, mit irgendeiner Aufgabe, die ich jetzt will, will ich auch irgendwie ein paar mehr, will ich da rang, sollte mal ein bisschen klettern damit. Und wenn ich den ganzen Tag in der Werkstatt sitze, bin ich einfach bloß nicht da und da indirekt bin ich ja noch größeren Napp. OT, so viel mit Rängen arbeiten wir doch gar nicht. Nein, aber indirekt haben Leute mehr wenn was Jojo doch weiß. Ich meine, du kannst dir das nehmen. Ich mach's einfach outgame. Pass auf. Zum Beispiel Misha. Misha war ein Dude, der aus dem Knast kam und die Sachen gemacht haben, die alle gemacht haben. Natürlich gibt's keine Ränge. Aber jetzt ist er der Typ, der für den Knast zuständig ist. Er muss damit die ganzen Chofrino-Boys, die im Knast sind, versorgen. Er muss dafür sorgen, dass es in den Knästen zu Game of Work kommt und so weiter. Er hat wichtige Aufgaben und damit Ansehen sofort von den anderen, weil er wichtigere Sachen macht als die anderen. Es ist indirekt. Du hast immer irgendwelche Leute, die wichtiger sind als die anderen und die damit auch eher den anderen was sagen können. Hm. Soziale Rangfolge halt. Ja, ja. Na jo, schaut sie an. Das ist ein Bereich, der im Augenblick nicht abgedeckt ist. Und das ist ein Bereich, der nicht so bleiben muss, wie er jetzt ist. Aber wenn keine Leute da sind, die es machen, kann sich das auch nicht weiter ausbreiten oder nicht weiter ausbauen. Und alleine kann ich das nicht. Wenn keiner von euch Bock hat, das zu machen, bleibt so, wie es ist. Wenn das mehr Leute machen, kann das ein echtes Geschäft werden. Enttaggen willst du dann auslagern auf die ganzen Goons und so, ne? Am Anfang nicht. Am Anfang wird dir das blühen, und zwar bis zum Erbrechen. Und so lange, bis du jeden Waffentyp auswendig kennst, denn nur dann kannst du mit denen arbeiten. Hey Jojo, ich war über ein Jahr Prossi unter dir. Ja, aber glaubst du denn, dass ich dir die wirklich interessanten Sachen gegeben habe? Ja, aber denkst du, das kratzt mich? Naja, mach ich das halt. Gut. Aber ich rede jetzt vom Langzeitplan. Das Entdecken machen nicht die Leute, die was können. Entdecken tun die Leute, die entdecken können und sonst nix. Nee, aber du meinst, du wirst es auch später dann auf die Goons auslagern. Ja, größtenteils. Und da wirst du ja dann auch nicht selber hinfahren, um so eine Scheiße zu machen. Will ich nicht. Na, das siehst du, bei sowas würde ich mich sehen. Und die komplizierteren Sachen, soweit wie ich komme, kann ich das auch machen. Ja. Wann fange ich an? Irgendwann in den nächsten Tagen.
Okay. Ich denke mal, über kurz oder lang muss da noch jemand zu, aber weil du ja auch nicht immer kannst. Hm. Ja, das klingt gut. Okay. Also, können wir das irgendwie schon mal noch ein bisschen eher machen, dass irgendjemand anders sich um das Haus kümmert? Ja, ich guck mal. Danke. Sie wird jetzt wieder Schritt auf dich zukommen und dir so eine Klapsumarmung geben. Weißt du, was das ist? Ja. Schön, die dauert ja ungefähr eine halbe Sekunde. Ja, damit kann ich überleben. Vor allen Dingen, weil du ja der Stahl von außen und der Stahl von innen in Harmonie und so nee. Weiter. Also, na gut. Da wird sich verbissen. Hm. Professor kriegt eine Kurznachricht oder kriegt irgendwie eine Nachricht und dann bespricht sie das später nochmal mit ihm. Ja, easy. Ich meine, das Waffending ist dein Ding, das heißt, der wird sich da anhören, was du machen willst und wird sagen, okay. Ja. Naja, die Sache mit den Goons kann die dann klären. Bestimmte andere Sachen gibt's erstmal nicht aus der Hand. Bestimmte andere Sachen, dafür müsste sie ja erstmal Ahnung haben. A, müsste sie dafür erstmal Ahnung haben und zum Zweiten muss sie dann erstmal langsam aber sicher anfangen, das Geschäft zu kennen, was sie einfach noch nicht kennt. Ja, na klar. Das Ding ist, bei ihr wirst du weniger das Problem haben, dass sie dann irgendwie... wenn die dann mit irgendjemandem das macht, ne, dann will die nicht dastehen wie ein Lappen, das heißt, sie will erst so viel möglich können. Die will immer zwei Level über dem Geschäft stehen, damit sie halt, ne? Ja. Ehrgeiz ist da. Ja. Das ist doch gut, genau das, was man braucht. Na, bist du in einem gewissen Maß? Na, wenn sie es übertreibt, kriegst du einen Dämpfer, aber... Naja, so lange spielen wir nicht mehr. Also ich meine, der Zeitpunkt, wo sie dann so viel Ehrgeiz hat, dass er euch beiden eiskalt den Kopf abtrennt. Ich glaube nicht, dass was passiert. Weil wir nicht mehr so lange spielen. Mhm. Und auch weil sie einfach ein richtig cooler Gute ist. Halt. Also sie ist halt eine gute Person, sie ist loyal. Der kann man sich verlassen. Genau. Deswegen nämlich. Das ist der Grund. Also ich sag mal, wenn Paulina soweit ist, ich glaube, Jojo ist eher an dem Punkt, an dem die anfangen würde, Maßnahmen zu ergreifen, die, naja. Ich sag mal so, es ist schon wichtig, dass man jetzt ihr Ego ausreichend oder ihren Ehrgeiz ausreichend füttert. Ja, wie gesagt, sie fängt dann damit an und dann kann sie sich mit den Goons und dem ganzen Kram, das kann sie dann alles organisieren, dann hat die irgendwie, ich sag mal so, Paulina ist ehrgeizig, aber auch Paulina ist niemand, der sich gerne totarbeiten will. Den Eindruck hat sie bisher nie vermittelt, deswegen wird die nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen und dann auch keinen Bock mehr haben auf mehr. Da bin ich mir aber sehr sicher. Ich glaube nicht, dass die das Herzblut in diese ganze Sache reinstecken wird oder kann, um... Du musst nicht mögen, was du machst. Du musst die Befriedigung aus der Tätigkeit bekommen, die du machst. Die Befriedigung hat sie dadurch, dass sie nicht mehr die ist, die, während alle um sie herum plötzlich über irgendwelche Funktionen haben, immer noch auf der Stelle tritt. So, das Ding ist, dadurch, dass sie dann die Befriedigung bekommt, die sie will, wird sie schon mehr Zeit investieren, weil sie dann auch die anderen sinnlosen Sachen ja nicht mehr so viel machen muss, kann. Die Sache, die wird gedeckelt dadurch, dass sie einfach noch kein Waffensuperhirn ist wie du. Das ist das, was sie eher bremst. Und dann irgendwann auch die Auftragslage, weil die speziellen Sachen sind einfach nicht so unendlich viele, die das wollen. Nee, natürlich sind das nicht so unendlich viele, aber es reicht, glaube ich. Wenn du das ein bisschen größer aufziehen willst, ist es möglich, wenn du die Möglichkeiten hast und auch genug Leute, die sich darum kümmern. Ja, so ein bisschen, klar.
Ich meinte nur, sie hätte mehr Probleme gemacht, wenn wenn sie jetzt nicht was bekommen hätte. Das war schon okay. Hm. Das war nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Ja, das ist ein Bereich, der auf den jemand mal gucken muss. Und Jojo hat einfach nicht mehr genug Zeit dafür. Die macht noch den Kram, auf den die wirklich Bock hat, so das bisschen, was da mal noch so anfällt. Aber den Rest macht die doch überhaupt nicht mehr. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man das am Leben halten will, wenn das jemand macht. Und das kann erstmal Paulina machen. Vor allen Dingen, weil die wenigstens hier, was war die? Die hatte auch ein Fahrzeug, mich zumindest irgendeine Art von Mechanik mit ihrem, bei ihrem Vater erst gelernt, bevor sie zur Gang kam, ne? Ja, ja, Fahrzeugmechanik. Und das heißt, sie hat wenigstens Grundmaß. Gut. Packen wir's für heute. Das könnten wir tun, ja. Schön. Weiter. Also, wir werden natürlich Kabans Restzeit dort overspringen und so weit, dass du mit deinen ganzen Muskeln wieder zurechtkommst. Ich darf nur lang, ich darf Outgame leiden, das ist schön. Yay. Sorry Leute, ich habe gerade nochmal über die Folge drüber geguckt und eigentlich hatte ich die geschnitten, aber da sind ganz schön lange Pausen dabei, na gut. Ich muss sie jetzt rausbringen, ich hoffe, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür, das nochmal zu korrigieren. Ihr seid ja auch, guck mal, ihr wohnt. Hätte ich noch Zeit gehabt, also ich meine jetzt für die Runde, wäre die anders verlaufen und so weiter, bla bla, wären wir jetzt an einem anderen Punkt. Hätte ich gerne noch ein bisschen Paulina benutzt, für um so ein bisschen Shit reinzubringen, ich sag mal motivierte Gängerinnen, die man befriedigen muss, aber nicht so sehr. Aber das geht jetzt leider nicht so richtig jedenfalls. Aber naja, wenigstens konnte ich es mal antesten, was die Röhlein macht. Judy. Ach ja, Kaban. Scheiße war's. Aber es war, ich meine, man muss sich halt auch mal entscheiden. Und wenn's so gut schmeckt, dann schmeckt's halt auch so gut. So ist es doch. Wenn dann, ich meine, jahrelang Geschmack gehabt, dann muss man halt eben mal auf dem OP-Tisch ein bisschen leiden. Und das passt eigentlich. Finde ich. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Blaubeer. Trüffel, hier, wie heißt's? Muffins.